Herzlich willkommen zu einem neuen Video da bei mir auf dem Kanal. Einen wunderschönen Vormittag wünsche ich euch. Ihr seht, wir haben traumhafte Bedingungen heute da in Meierhofen. Kaiserwetter, wie man da bei uns in Österreich sagt. Und ja, in dem Video wartet euch richtig, richtig viel. Die Harakiri mit 78%. Und jetzt bei Tag werden wir uns das Skigebiet ein bisschen anschauen. Wir werden die Devil's Route fahren, eine richtig geile Vorbereitung für die Harakiri. Wir werden uns anschauen, das Kinderparadies, wir werden ein bisschen Spaß haben. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, da unten Glocke aktivieren, Abo lassen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Teil. Also, ciao mit au! Zuerst einmal ein paar geile Facts zu Meierhofen Bergbahn. Und zwar, was soll ich euch einmal sagen, das Wichtigste vorab, wir haben richtig viel Schnee. Wir haben da oben fast 1,20 Meter frischen, neigeschnimmen, fast komplett durchsichtigen, also weißen Bau da stehen. Also das heißt, es ist genau richtig auch ein bisschen fürs Gelände. Man kann auf der Piste fahren, die Pisten sind top in Zustand. Also man hat da zur blödesten Uhrzeit am Nachmittag immer noch top präparierte Pisten. Wir haben insgesamt zur Verfügung 132 Kilometer Pistenvergnügen da, von ganz leicht bis extrem schwer. Wie gesagt, Harakiri, die steilste Piste Österreichs, die werden wir uns jetzt noch einmal ein bisschen anschauen. Und das ist der Weg. Und dann werden wir uns Kopf voraus die Harakiri abstürzen und ja, da fahren wir jetzt hin. Let's go! Ja, kommt da nicht raus, da ist so viel Schnee. Also, Abflug! Ja. Eine ganz besondere Sache da in Meierhofen ist definitiv auch die Harakiri. Mit 78% Gefälle gehört die nämlich zu den steilsten Pisten in Österreich. Und ich habe gesagt, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an und dann zeige ich euch mal, wie kompliziert das eigentlich ist, dass man da überhaupt einen Schnee hinbringt und wie man am besten eine Kurve fährt im steilen Gelände. Also ich würde sagen, die Pisten schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auf geht's! Mittlerweile stehen wir da drinnen in der steilsten Piste Österreich, man sieht es am Aufkantwinkel, dass da schon ziemlich steil ist. Wenn man da aufschaut, das ist fast schon gerade oben. Wichtig bei so einer Sache ist, als wenn man jetzt wirklich ins Gelände reinfährt, beziehungsweise auf eine Piste reinfährt, die so steil ist, was muss ich da machen? Im Kopf sagt dann immer eine Sache, und zwar Hilfe. Und das Hilfe muss man so verstehen, je näher die Piste zu einem ist, desto eher neigt man, dass man sie eine neigt. Und das ist auf jeden Fall der größte Fehler, was man auf dem schwarzen Gelände machen kann. Das heißt, wenn man eine schwarze Piste fährt, dann versucht wirklich mit einem Oberkörper ganz nach unten zu gehen. Je weiter man sie von der Piste weglehnt, desto besser steht man auch drauf. Ihr seht, dass die Fiers, die gehen zu, dadurch stehe ich auf der Kante und ich bin wirklich sehr stabil. Wenn ich mir jetzt aber einladen darf, man kann das ganz einfach umprobieren. Ausprobieren. Wenn man mal in so einem Gelände drinsteht, fällt es einfach einmal um. Und mein Kopf sagt, eine zu umfallen ist easy, tut nicht weh. Und außen zu umfallen, es ist fast unmöglich, dass ich mich da jetzt an mich oben fallen traue. Das heißt, man steht einfach viel stabiler, wenn der Oberkörper ins Tal schaut. Also merkt euch, wenn es schwarz wird, dann müsst ihr es oben. Das Problem an der Geschichte ist jetzt aber das Kurvenfahren. Im steilen Gelände funktioniert das ganz gleich wie im flachen Gelände. Nur ist halt das Gelände da, der was sagt, oh weh. Und Skifahren erklärt eigentlich ganz leicht. Eine Kurve funktioniert im steilen gleich wie im flachen. Also man geht hoch, dadurch drehen die Ski in die Fahrlinie nach innen. Das heißt, die Ski drehen oh weh, die Skispitzen werden schneller. Und da wird es jetzt schwer. Im schwarzen Gelände hat man halt das große Problem, dass man trotzdem auch warten muss, dass die Skispitzen nach unten zahlen. Wenn ich also jetzt hochgehe und der Ski nach unten in die Fahrlinie dreht, braucht er genauso seine 2 bis 3 Sekunden, dass ich umkanten kann. Und da wird es schnell. Und das ist das Problem an der Geschichte. Das heißt, wenn ich da jetzt in die Kurve reinfahre, muss man hochgehen, ein bisschen warten und dann wieder umgehen. Und dann hat man
die ersten Schwünge in der schwarzen Piste geschafft. Wichtig dabei ist, wie gesagt, bleibt weg vom Hang, oben ins Tal. Und jetzt dann, ja, haben wir uns da runter. Das Bauchrad ist leer, ich habe Hunger und wir gehen den Tipps natürlich von euch wieder nach. Danke dafür, ist übrigens aus den Kommentaren. Wir gehen dann nämlich jetzt in die Stieralm und da runter gibt es einen Burger auf einer Mistschaufel und den schauen wir uns jetzt an. Also schaut mit mir rein. Boom! Ich habe Hunger. Schaut euch einmal das Panorama an. Wir sind da jetzt am Knorren, am Start der Harakiri. Und Alter, einfach ein Traum. Dumm, die Strahlen vom Himmel, aber hätte ich gesagt, da haben wir uns jetzt runter. Seid ihr bereit? Also, ho, hopp! Traum auf Ski, heute auch wieder da. Also muss schon sagen, der Schnee passt, es hat gestern ein paar Zentimeter noch geschnitten und es ist absolut Traum auf Ski da. Und ja, da kann man schon ein bisschen platteln und laufen lassen. Wahnsinn! Mega! So, wenn ihr schon in Meierhofen seid, dann empfehle ich euch unbedingt, fahrt auch die große Duchserrunde. Die startet bei der Horbergbahn, dann geht es einmal auf Richtung Schafkopf. Dort geht es dann über die Schwarzhabe bis zu 150er Gondel. Mit der fahrt man einmal Richtung Dux. Von Dux geht es dann wieder zurück, einmal Richtung Finkenberg, nach Benken und dann auch wieder zurück. Fahren im flachen und freien Gelände, optimal zum Karfen, bis wieder zur Horbergbahn. Und dann habt ihr die große Duchserrunde auch hinter euch. Also schaut euch die unbedingt an. Ein wunderschöner Tag geht in Ende zu, die Sonne geht dahinterhalb im Hintergrund schon runter und das Resümee zum Zillertal. Alter Schwede, Meierhofen hat uns definitiv vom Hocker gehauen. Von Anfänger bis zu der schwarzen Piste, die steilste Österreichs, ist da alles dabei. Und ich muss sagen, Alter, wenn euch das Video gefallen hat, schaut auf jeden Fall einmal in die Kommentare vorbei, lasst einen Kommentar da und wenn ihr mehr Zeit habt, dann schaut da vorbei an Meierhofen und überzeugt euch einmal selbst davon. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo ihr immer gerade das Video anschaut. Und ich sage, da geht's weiter, bis zum nächsten Video und da unten das erste Wechselvideo in der Saison. In diesem Sinne, pfiat euch mal bei euer Sandwich. Das war knapp. Und danke fürs Durchfahren. Das war nicht einmal ansatzweise deutsch, gell? Ja, schwindelig. Nicht schlecht, mein Speim. Ich muss jetzt die Drohne holen. Und irgendwo da oben. Und da ist sie. Yeah.